Auf der Rückfahrt von Erenur haben wir unser Zelt im Dunkeln aufgeschlagen und sehen erst am nächsten Morgen, an welch tollem Ort wir gelandet sind. Sein wir nur. Ein kleiner Bach mit klarem Wasser schlängelt sich durch ein wunderschönes Tal, umrahmt von felsigen Bergen. Dazwischen treiben Nomaden ihre Ziegenherden. Tief hinten im Tal erkunden wir eine kleine Höhle. Hier entspringt eiskaltes Quellwasser, welchem Heilwirkung nachgesagt wird. Wieder einmal sind wir an einem Berg hängen geblieben. Dieses Mal geht ohne fremde Hilfe nichts mehr. Wir werden zu einer nahen Jurte geschleppt, wo sich unser Fahrer an die Reparatur der Kupplung macht.
Durch diese Umstände erleben wir eindrucksvolle Momente bei einer weiteren Nomadenfamilie und dürfen dabei sein, als die 180 Ziegen zunächst kunstvoll zusammengebunden und dann gemolken werden. Mit solchen Bröckchen haben wir den Tee noch nicht, oder? Da war vorher bei mir im Tee auch so Bröckchen drin. Am nächsten Morgen helfen wir beim Abbau der Jurte. Die Familie zieht weiter. Etwas gewöhnungsbedürftig für uns ist, dass es keine wirkliche Verabschiedung gibt. Denn in der Mongolei vertraut man darauf, dass man sich immer wieder sieht. Damit auch nichts schief geht. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich mach das andersrum. Bravo!